Jojojo, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Stardew Valley. Wir gehen mal ins Bettchen. Viel verdient haben können wir eigentlich nicht. Wir haben Holz gefällt. Oh, wobei, wir hatten ja doch ein bisschen Ernte, stimmt. Ja, wie gesagt, der Senfkohl bringt jetzt halt nicht so viel, aber die Kürbisse, ne, die rocken natürlich richtig krass rein. Schön, nochmal 10.000 obendrauf. Die haben wir ja nur auch gestern ausgegeben für den neuen Hühnerstall. Neuer Erfolg, Heimstätter. Gibt's was Neues auf der Farm? Wir haben wieder einen Diamant fertig, wieder 750 Gold, wenn wir ihn verkaufen. Ich habe es schon wieder getan. Oh. Nein, Quatsch. So. Ah, hier unten, die Kartoffeln sind auch fertig. Ich hoffe, dass die es nochmal schaffen hier. Die vor allen Dingen. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Ist das überhaupt schon mal groß gewesen? Ach doch, die Aubergine. Da könnt ihr sehen, wie vergesslich ich bin. Ja, überall sind die Kartoffeln reif. Ich habe 6 Krähen verjagt. Die war fleißig. Pilze? Nein. Vielleicht morgen wieder. Die ist reif. Die sind reif. Die ist reif. Der Rest ist ruhig. So, dann sagen wir doch mal. Guten Morgen, Ella Propeller. Wo bist du denn? Da. Ah, wir müssen reingehen. Hast du ein Ei gelegt? Ja. Sei geduldig. Ich habe immer noch eine Menge zu tun. Sehe ich, du liegst im Strohbein. Guten Morgen, Bertha. Achso, ja, gut. Bertha müssen wir melken, aber garantiert erst, wenn sie erwachsen ist. Sie ist immer noch ein Baby. Weiß noch nicht, wie lange das dauert. So, hier sind wieder 2 neue Bäume gewachsen. Schön, dann können die auch gleich wieder weg. Ich warte jetzt noch einen Tag, bevor ich da unten den Rest abholze. Ich will nur sehen, ob die weiter unten auch wieder kommen. Weil dann clearen wir da unten das ganze Feld. Was haben wir denn? 2 neue davon, 2 neue davon. Dahin, dahin, dorthin und... Ich will meine Katze nicht komplett einbauen. Ja, es reicht hier oben an Holzfarm. So. Diamant weglegen. Ist die Notfallreserve. Wenn wir mal irgendwann Geld brauchen, dann können wir die halt mal schnell weghauen. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel das Ei wert war. Ärgert mich gerade so ein bisschen. So, den Stock dort rein. Das da rein. Und dann haben wir unser Inventar auch schon wieder sauber. Achso, ich wollte gerade sagen, warum hat denn da was Neues angefangen? Okay. Was machen wir heute? Der 25. Wir laufen mal eine Runde durch die Stadt. Haben wir noch ein bisschen? Wir wollten mal gucken, siehst du, der Magnet erhöht die Chance, beim Fischen Schätze zu finden. Allerdings mögen Fische den Geschmack nicht besonders. Sprich, die beißen langsamer an. Naja, gut. Warte mal, hatten wir nicht noch irgendwo einen Salat? Oder? Die Woche noch gar nichts. Wir haben Donnerstag. Oh Gott, Leute. Wir haben Lea total vernachlässigt. Hier ist es prinzipiell genau das gleiche, die 3 Bäume. Kann man oder kann man sie nicht abholzen? Aber ich will es eigentlich auch nicht. Halt, doch richtig geguckt. Hier oben liegt noch eine Pflaume. Wird einfach gleich mitgenommen. Hallo Pam. Tschüss Pam. Gibt es einen neuen Auftrag für uns? Nein, gibt es nicht.
Wann war das Fest? In der nächsten Folge ist das Fest. Da ist die Geisternacht. Guten Tag. Als ich neulich im Laden war, hat Pierre Preisebären von dir gezeigt. Ich hab's gekauft. Wir haben viel Glück, in einer Kleinstadt wie unserer eine Bibliothek zu haben. Na, da freuen sie sich über meine Preisebären. Ein paar Muscheln sammeln, wenn wir schon hier sind. Wir könnten nochmal probieren, diesen ollen Fisch zu fangen, der immer so ganz doll gezappelt hat. Mensch, ich brauche Artefakte oder irgendwie sowas. Oder wir gehen Geoden sammeln. Aber ich weiß nicht so recht. Ach, immer dieser Lehm. Ist ja noch was. Oh, ein Buch. Oh, Leute. Wir müssen angeln. Verdammt! Müssen wir von unten machen. Ach komm, raus damit. Treffer. Seetang. Oi, das geht schnell. Wir gucken mal, im Winter können wir ja noch mal ein bisschen mehr angeln. Was haben wir? Buntbarsch. Was haben wir hier? Irgendwas, was sich nicht so sehr bewegen möchte. Ha, easy. Eine Sardine. Hm, gut. Ich habe gedacht, das bricht vielleicht ab, wenn wir wieder unten sind. Tut's aber leider nicht. Dann holen wir den Fisch nach raus und dann angeln wir mal nach unten. Hier hatten wir ja öfter mal so diesen Eulenfisch. Ich werde mal diesen Stein hier anvisieren. Vielleicht bringt der mir Glück. Wieder eine Sardine? Nee. Doch. Das ist ein bisschen über den Stein. Jetzt überlege ich, ob ich denke, ich gehe mal gleich einen Schritt zurück. Dass ich wirklich so möglichst auf dem Stein liege. Warum auch immer. Das sieht schick aus mit den Blättern hier, ne? Ja, das gefällt mir schon besser. Aber das scheint... Ich wollte gerade sagen, nicht der bekloppte Fisch zu sein, aber... Nee, ist er nicht, oder? Oh, eine Seegurke. Eine Seegurke hatten wir auch noch nicht, ne? Das sind auch komische Dinger, Seegurken. Ist das der Zappelfisch? Nee. Können wir nochmal versuchen, die Möwe zu angeln. Sieht aus wieder aus wie eine Seegurke, ist weit unten geblieben. Eine Sardelle. Und jetzt? Mensch, geht's halt gut ab. Das ist eine Seegurke, die liegt nur am Boden. War das Angeln das letzte Mal, wo wir nach einer Energie mit dem Zeitraffer, möchte ich mal nicht so effektiv wie hier jetzt. Dann können wir uns eventuell auch noch eine Ente holen. Wenn sie morgen mit dem Umbau fertig sein sollte.
Oh, ich hatte eine Mücke auf der Hand. Ich habe sie nicht gekriegt. Verdammt, jetzt schwirrt die hier wieder rum. Fieser Blutsauger. Ja, das war ganz gut hier eben. Ich höre das mal, also ich sehe, dass mein Mikro leicht pegelt. Also es nimmt ein bisschen diesen Sound von dem Festival mit, aber ich glaube nicht so laut, dass ihr wirklich ganz versteht, was die da singen. Auf jeden Fall ist das ganz schön laut. Die haben da, die sind da auf, wir haben einen Motorballplatz und einen Fußballplatz und am kompletten Strand sind die verteilt. Also Wahnsinn, die campen da alle und schlafen in ihren Autos. Also die haben eine Riesenfläche zugeparkt. Das ist krass, jetzt kann man nicht mal mehr zum See fahren. Man muss denn dahin laufen. Das ist echt ein ganz schönes Stück, denn... Aber ich gehe dann immer zum Hundestrand, der ist ein Stück dichter. Das Wasser ist das gleiche. Das läuft ja heute echt gut, wenn jetzt die Seegurken auch noch was wert sind zumindest. Wenn die natürlich nichts wert sind, dann war das ganze Ding umsonst. Jetzt kann ich das natürlich auch nicht mal mehr mit dem anderen vergleichen. Aus dem einfachen Grund, wir haben ja jetzt wesentlich mehr auch an Energie. Komm, einmal noch und dann ist Feierabend. Vielleicht auch zweimal noch, dass 17 Uhr ist, dass wir Lea erwischen. Oh, eine Sardelle in der neuesten Größe, großen Größe. Weiß ich, steht das hier auch mit Sammlung, Fische. Da, doch, da steht wie oft und wie viele. Cool. Alter, manche sind ja aber echt... Komm, was war das gerade in der neuesten, die Sardelle? 43 cm. So Leute, wer kann mich überbieten? Schreibt es einfach mal in die Comments. Wie groß war eure größte Sardelle in Stardew Valley? Wenn ihr es auch spielt. Sonst wird es natürlich ziemlich schwer. So, da haben wir nochmal Seetang gefangen. Und jetzt hauen wir ab. Den Salat haben wir mit. Dann können wir ihnen unseren Salat schenken. Gleich auch nochmal neuen kaufen. Schön finde ich, dass wir uns immer um die 50.000 momentan halten. Und immer genug Geld auch wieder ranschaffen für die ganzen Verbesserungen und Aufbauten, was wir so haben. Weil wir rüsten ja momentan die Farm richtig auf, muss man ja sagen. Ist ja, als ob wir momentan richtig hier einen Run machen. Noch ist hier gar nichts los. Na gut. Ich hätte gerne 5 Salate. Auch wenn das immer ziemlich teuer bei dir ist. Danke. So. Dann müsste sie doch jetzt irgendwann demnächst von zu Hause kommen. Oder ist sie beim Bauchbeine-Po? Im PS-Laden, da machen die ab und zu Bauchbeine-Po, aber man sieht... Ich weiß jetzt nicht wann. Ich darf in ihr Haus. Ich war noch nie in ihrem Haus. Oha. Eine Holzkultur, an der Lea arbeitet. Sie riecht wundervoll nach Zeder. Mmh, lecker. Ich bin überhaupt nicht pervers. Es ist eine Arbeit. Ein Stapel von Leas Gemälden, hauptsächlich Landschaften und Naturstudien. Okay, ich habe sie noch nie draußen malen sehen. Leben auf dem Land, ein praktischer Leitfaden. Hat sie hier ein Telefon? Keine Nachrichten. Was ist das? Was zu essen? Na, ist doch ein kleines gemütliches Zuhause. So, aber sie ist nicht zu Hause. Wo finden wir sie denn jetzt? Einen wunderschönen guten Tag. Hey, ich habe letzte Nacht etwas von dir im Laden gekauft. Preisebären. Meine Mutter wollte etwas Gutes zum Abendessen. Warum kaufen denn alle nur meine Preisebären? Ich habe auch noch Kürbis. Und
irgendein anderes Zeug, alles so. Schön, guck mal, der ist wieder gewachsen, den haben wir abgehauen. Hier auch, die brauchen wahrscheinlich ein paar Tage, aber die kommen auf jeden Fall wieder. Aber der ist sogar schon wieder gewachsen hier. Kommt, den nehmen wir jetzt nochmal mit. Und dann gehen wir nochmal zu Gas. Und der Typ am Teich, der will doch das Süßeste überhaupt. Was ist denn das, was die Amis sich immer über ihre Pfannkuchen hauen? Ist das Ahornsirup? Oder Maple-Sirup? Maple und Ahorn ist das gleiche, ne? Wollen wir mal versuchen, denen einen Ahornsirup morgen zu geben? Vielleicht haut's ja hin. Wir probieren es einfach mal. Wenn nicht, fehlt uns ein Ahornsirup. Davon wären wir jetzt auch nicht arm. Guten Abend. Verdammt! Wo verdammt ist sie denn? Tschüss. Sie hat wirklich vielleicht Bauchbeine Po, was ich gesagt habe? Nee, dann wäre das immer hier. Da, wo Caroline gerade rumläuft. Wo versteckt sie sich denn? Verdammt, ich weiß halt auch nicht, wo sie sich so aufhält. Okay, sie ist irgendwie an uns vorbeigezischt. Schönen guten Abend. Es gibt wirklich eine Menge Wildpflanzen in diesem Gebiet, wenn du weißt, wo man suchen muss. Ich gönne mir fast jeden Tag einen frischen Salat. Und ich schenke dir einen. Oh, das ist genau das, was ich wollte. Danke dir. Bitteschön, Lea. Drei Herzen? Nein, immer noch zwei. Wir werden wiederkommen. Es gibt übrigens auch so ein ganz lustiges Event, habe ich gesehen, wenn du allen gleichzeitig den Hof machst und denen dann auch die Ehekette schenkst da, also dann werden die richtig sauer. Kann ich natürlich verstehen, aber fand ich lustig. Ich habe da so einen, den ich gucke, der probiert halt sehr viel einfach auch bloß aus. Da erkennt man auch mal oder sieht man auch mal so ein paar speziellere Sachen. Nein, nicht das Holz verkaufen. Meine Güte, das wäre fast schief gegangen. Wir brauchen doch nachher schon wieder Holz, wenn wir... Ne? Und so. Mann, wenn wir den Stall aufwerten wollen. Manchmal ist man aber auch durch den Wind. Habe ich ihn? Nein, habe ich nicht getroffen. So, die Tierchen sind im Bett, die schlurfen. Und das Gleiche werden wir jetzt auch tun. Ins Bett, jawohl. Oh. 5 Seegurken, ja gut, okay, so schlecht sind sie jetzt auch nicht. Nicht so gut wie ein Buntbarsch. Doch, genauso gut wie ein Buntbarsch. Aber die Sardinen und Sardellen bringen halt kaum was. Aber wir hatten ja auch noch mal ein paar Süßkartoffeln. Die haben auch noch gut gebracht. Na. Tag 26 im Herbst, Jahr 1. Das wuchernde Unkraut hat auf deinem Hof Schaden angerichtet? What? Was für ein wucherndes Unkraut? Passt doch eigentlich immer auf, dass mein Hof schön ordentlich ist. Auch wenn die jetzt hier eventuell nicht mehr reif werden, lasse ich das stehen. Hallo André, schon ein Frösteln in der Luft gespürt? Könnte der Einzug des Winters sein oder das Kribbeln eines dunklen Geistes, der uns hilft, das Fest von morgen zu feiern. Die Geisternacht. Komm um 22 Uhr vorbei, wenn du mitmachen willst. Oh, noch mehr. Hallo André, danke für den Auftrag zur Stallerweiterung. Zusätzlich zum doppelten Platz im Stall habe ich mir erlaubt, dir noch einen Brutkasten einzubauen. Ach ja, ist ja der Hühnerstall gewesen. Leg einfach ein Ei hinein, um ihn zu benutzen. Wenn du Platz in deinem Stall frei hast, wird das Ei in einigen Tagen schlüpfen. Vielen Dank, wie immer, für das Geschäft. Wir danken dir auch, Robin. Denn wir haben etwas, was in diesen Brutkasten unbedingt rein muss. Nicht wahr? Da. Da
Das Schattenei. Das kann man auch bekommen, wenn manchmal fliegt nachts eine Hexe rum. Und dadurch kann man das auch kriegen. Aber ich habe mir gedacht, wir kaufen es. Hallo, Edda Propeller. Oh, Wahnsinn. Ach, guck mal, man kann doch öfter raufklicken. Okay. Wunderschön. Wunderschön. Guten Morgen, Bertha. Ich hab dich auch gern. Okay. Bertha frisst also auch draußen. Das wuchernde Unkraut hat Schaden angerichtet. Also nicht an meinen Mauern. Weil ich weiß, die können auch kaputt gehen. Das hat mich beim letzten Mal, wo ich gespielt habe, eigentlich genervt, weil du jeden Tag irgendeine Mauer reparieren musstest. Wo ist denn jetzt der Schaden? Jetzt bin ich gerade so ein bisschen perplex und ich habe wieder nicht geguckt, was das Ei gebracht hat. Auf jeden Fall nicht viel, das weiß ich. Aber vielleicht könnten wir jetzt noch eine neue Ente einziehen lassen. Meinen Bäumen geht es auf jeden Fall auch gut. Das wuchernde Unkraut hat Schaden angerichtet. Das hier ist doch nicht wucherndes Unkraut, das ist doch Gras. Oder was, ich sehe es nicht, ist doch alles okay. Oder meint er, war jetzt hier mal... Ist denn hier im Feld kaputt gegangen? Ich raff's nicht, ich raff nicht, was kaputt gegangen sein soll. Okay. Ich weiß es einfach nicht. Hallo Mani. Guck mal, alle kaufen gerade meine Stachelbeeren. Hier für dich. Danke dir, das sieht nett aus. Wusstest du, dass mein Neffe total auf Bier steht? Ich kenne dich nicht. Kein Problem, hier, bitteschön. Ist das ein Geschenk? Oh, die mag wohl eher Süßigkeiten. Tiere kaufen. Jetzt können wir eine Ente für 4.000. 800 hat die Huh, 1.500 die Kuh. Aber 4.000 Ente. Glückliche, ausgewachsene Enten legen jeden zweiten Tag Enteneier. Legt jeden Tag ein Ei. Ja, aber wir müssen sie kaufen. Wir müssen ja von jedem Tier wenigstens eins haben. Was ist das denn? Meckwurt? Alter. Die coolste Ente, die ich kenne, ist Dagobert Duck, ey. Dagobert. Passt da noch Duck hinter? Na klar, dann ist das Dagobert Duck. Sehr schön. Ich sende die kleine Dagobert Duck sofort zu ihrem neuen Zuhause. Super, wenn wir noch eine zweite Ente haben, nennen wir sie Darkwing Duck. Können wir sie besuchen? Es ist verschlossen. Na gut. Versuch was wert. Dann würde ich jetzt sagen, lassen wir auch gleich noch den Stall erweitern. Oder machen wir was ganz anderes jetzt und lassen wir unser Haus ausbauen. Mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich in die Folgentitel immer schreiben soll. Diesmal ist es immer so viel. Brutzelt alles. Erstmal ganz kurz alles aussortieren. Wir können 2 Preiselbeeren heute verkaufen. Wir werden stinkreich. Ja, Leute. Steine, Hartholz. Holz. Wir gucken jetzt mal. Wir laufen aber durch die Stadt, um einfach nochmal zu gucken, ob es noch irgendwas gibt, was wir vielleicht erledigen können.
möchte heute nicht wieder angeln und ich möchte heute natürlich eigentlich auch nicht schon wieder Bäume klatschen. Aufträge gibt es leider keine. Gibt es nochmal was zu sammeln? Eine goldene Brombeere. Ich weiß noch nicht, ob wenn man Brombeergelee macht, man jetzt vielleicht, ob das einen Unterschied auch macht, habe ich bisher noch nicht gesehen, wenn man eine goldene reinschmeißt gegenüber jetzt einer normalen. Hallöchen. Hofgebäude errichten. Ach hier. Luxushühnerstall bietet Platz für 12 Kleintiere, kommt mit einem automatischen Füttersystem und schaltet Hasen frei. 20.000 ist schon ziemlich teuer, ne? Schaltet Ziegen frei. Komm, wir bauen den. Was soll denn der Geiz hier? Peng. Okay, ich werde übermorgen damit anfangen, an deiner Verbesserung für das Hofgebäude Stall zu arbeiten. Ich nehme mir am Festtagen immer frei. Ja. Ist auch kein Problem, dann haben wir es ab jetzt immer ein neues Gebäude bloß in der Folge und nicht, wir bauen es in dem einen, in dem anderen wird es fertig und bauen gleich ein neues. Noch ein Buch. Meine Güte, ich kann nicht lesen. Komm, wir gucken mal hier oben, ob hier noch was los ist. Auf jeden Fall sind hier auch nochmal Würmer. Ah, da ist bloß Leben drin. Schön. Sieht doch gut aus. Hier scheint auch alles gut zu wachsen. Der hier macht mir vielleicht ein paar Sorgen. Hier, bitteschön, Dinos. Wie geht's dir? Bitte reiße nicht mein Zelt ein. Warum sollte ich? Es ist schon einmal vorgekommen. Oh. Dinos, beim besten Willen, wir sind Freunde. Warum auch immer bist du der, mit dem ich am besten befreundet bin hier auf der Welt. So, wir haben jetzt noch 40.000. Hat der schon geöffnet hier drüben? Ich wollte noch mal kurz nach Waffen gucken. Eventuelle Verteidigung. 14 Uhr. Es tut mir leid, Leute. Wir halten noch mal die Angel ins Wasser. Ich reite jetzt nicht los und dann wieder zurück. Dann können wir das hier gleich erledigen, wenn wir eh schon hier oben sind. Jetzt haben wir einen Kaulbarsch. Ich glaube, einen Kaulbarsch mussten wir auch noch irgendwo im Gemeindehaus abgeben. Bei den Freundschaftsdingern war noch ein Kaulbarsch bei. Genauso, da war auch die Hasenpfote. Ein Zwergwels. Nanu. Beisan. Oh, das war im Urlaub so lustig. Ich weiß, es ist, der Urlaub ist schon lange her. Als ich das jetzt aufnehme, noch nicht so. Meine Kleine wollte auch unbedingt angeln. Und dann habe ich eine Angel fertig gemacht. Einen kleinen Stock, ein bisschen Sehne und eine Pose dran, ohne Haken. Dann hat sie immer den reingeworfen, einfach bloß. Und nein, Fischpommen. Total cool. Oh, zerbrochener Dreizack kommt aus der See, ist aber immer noch scharf. Ein Dolch Stufe 11. Diamant und Golderz. Boah, eine krasse Schatztruhe. Und das hat sie halt immer wieder gesagt. Und wir haben uns alle so amüsiert. Sie wollte halt immer, dass sofort der Fisch dran ist, wenn sie die kleine Angel eingeworfen hat. Ein Forellenbarsch. Meine Güte, wir sahen hier heute ab. Hier ist heute richtig was los in dem See. Nur gutes Zeug. Oh, mein Kater legt sich auch gerade ins Bettchen. Dann gibt der wenigstens auch Ruhe. Dem ist er wahrscheinlich auch zu warm. So, 14 Uhr, wir können rein. Geh, wach auf, wir haben einen Gast. Oh, guck mal, ey, 1000 Schleime. Da brauchst du echt diese Schleimfarben nachher für. Fledermäuse fehlt auch noch. Butler. Staubgeister. Gott. So, was gibt's denn hier? Das Lava-Katana. 55 zu 64.
Wir haben jetzt das Obsidian-Schwert, das ist hier schon gar nicht mehr drin. Ich glaube, mir sitzt eine Mücke am Bein. 30 bis 45, minus 10, minus eine Geschwindigkeit und 10 kritische Kraft. Diesmal kurz hier. Sieht aus wie eine Forke. Ich jag euch, ihr Hexen. Verbrennt. Können wir verkaufen. Brauchen wir nicht. Jetzt weiß ich nicht. Also ich denke, es wäre für Winter Esrich, weil das Ding auch nochmal 3 Verteidigungen hat. Und keine Minusgeschwindigkeit. Ich denke, das wäre für den Winter echt wichtig. Aber das wird uns jetzt im Geld so runterreißen, Leute. Ich habe drauf gedrückt. Aber überleg mal, das ist schon wieder eine ganze Menge mehr Schaden. In die mächtige Klinge, die in dem Becken aus kochender Lava geschmiedet wurde. Viel mehr kritische Kraft. Die 3 Verteidigung plus 3 Gewicht. Ich habe keine Ahnung, was die plus 3 Gewicht bedeuten. So, das Schwert kam weg. Jetzt würde ich jetzt gerne nochmal nach hier unten irgendwo. Einfach nur mal umzuschauen, ob jetzt sich was vom Schaden, den wir so kriegen, verändert hat. Du hast noch nie einen Zwerg gesehen, oder? Das ist ein Zwerg. Können wir den vielleicht verstehen, weil wir Zwergisch gelernt haben? Guck mal, plus 3 Minenarbeit, plus 32 Magnetismus. Steinhaufen. Sammlervogelscheuchen. Ob man seine Truhe neben ihm noch irgendwann aufkriegt? Die sieht interessant aus. 110. What? Was ist das denn hier? Haben wir heute einen übelsten Lucky Day? Wenn es jetzt auch noch eine Pilzebene ist, weil hier ein Pilz steht, na denn... 11 Schaden nur? Das ist eine Pilzebene, oder? Das ist auf jeden Fall die Pilzebene. Die Pilzebene wandert immer. Ich glaube zwischen Etage 90 oder so. 90 und der letzten halt. Und jeden Tag eine Etage weiter. Ist das cool. Auch noch eine Pilzebene. Ey, das war ja schon mal ein Anfang. Aber 11 Schaden bei 3 Verteidigungen mehr ist schon mal... glaube ich, ganz gut. Ich glaube, das bringt uns in der anderen Mine, dass wir dann doch wirklich nachher im Winter dafür bereit sind. Sonst hätte ich jetzt nämlich nochmal auch mich ein wenig schlau gemacht, wo man eventuell... Da ist schon wieder ein Edelstein auch noch. Wo man eventuell noch andere Schuhe oder sowas herbekommt mit mehr Verteidigung. Aber Verteidigung und Immunität ist eigentlich schon echt gut. 15 Schaden ist ja lächerlich im Vergleich zu 30 sonst. Ich weiß jetzt nicht, ob auch die Fledermäuse 30 gemacht haben, aber... auf jeden Fall ist es gut. Meine Güte. Okay, das macht den Fledermaus-Counter halt schön hoch und wir brauchen sie für Blitzableiter. Aber wir kriegen trotzdem noch ziemlich auf den Deckel. Ohne Essen ist das nichts. Ah, die habe ich nicht gesehen. Ich habe jetzt auch nicht wirklich was zu essen mit. Aber jetzt habe ich... jetzt kann ich den zurückstoßen. Vielleicht hängt das mit dem Gewicht zusammen. Will ich jetzt noch töten. Ich will auf jeden Fall an das Grüne ran. Hey! Ich wollte gerade nicht wegsehen. Oh, da ist noch einer. Wie cool das ist. Wir haben auch wieder eine Geode. Wir brauchen echt mehr Geoden. Ich habe auch keine Lust, hier unten mit Bomben durchzulaufen. Um hier alle Steine zu... knacken.
Da ist noch ein Rubin drin. Ich werde ja nicht mehr, ey. Und zurück. Wow. Guck, jetzt hat der Rückstoß. Der hatte vorher keinen. Wie viel Leben habe ich noch? 25, wenn mir jetzt wirklich fast so viel Schaden macht. Ich sollte vielleicht... Machen wir die hier. 45. Ja, damit kriege ich einen Hit auf jeden Fall abgehalten. Wenn ich den kassiere, kann ich dann wieder essen. Solange nicht zwei Sachen gleichzeitig auf mich kommen. Komm, eine Ebene würde ich noch ganz gern gucken. Bevor wir nach Hause meinen Karten. Na. Schön, nochmal zwei Kohle. Kohle ist halt auch immer wichtig. Aber ich habe mir die Waffen falsch rumgelegt. Ich hasse es, wenn die Waffe nicht auf der 1 ist. Das bringt meine Finger durcheinander. Ich meine, Erze haben wir jetzt nicht so viele gefunden, ne? Aber viele Edelsteine. Ich gehe mal von dem hitten lassen. Ich habe Angst. 9? Machen die drei Verteidigungen so viel aus. Wahnsinn. Oh, eine Doppelgeode, cool. Oh, oh. 14. Gut, egal. Es ist spät. Wir wollen nicht umfallen. Hatten wir jetzt gerade erst. Wir fahren nach Hause. Und dann war es das auch schon wieder mit der Folge. Sortieren tun wir morgen aus. Also, liebe Leute, ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Eine wundervolle Nacht, wann auch immer ihr das guckt. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.